Schäfer, der Bundestagspräsident, ist der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann. Nach dieser sehr eindrucksvollen Gedenkstunde mit Professor Saul Friedländer kommen wir jetzt zu unserer regulären Sitzung, die ich hiermit eröffne. Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich eine erfreuliche Mitteilung machen und der Kollegin Margarete Bause ganz herzlich nachträglich zu ihrem 60. Geburtstag gratulieren. Alle guten Wünsche im Namen des gesamten Hauses. Dann müssen wir noch eine Wahl zum Rundfunkrat der Deutschen Welle durchführen. Die Fraktion der CDU/CSU schlägt vor, die Kollegin Elisabeth Motschmann als ordentliches Mitglied und den Kollegen Michael Frieser als stellvertretendes Mitglied des Rundfunkrates zu wählen. Auf Vorschlag der Fraktion der SPD soll die Kollegin Dagmar Freitag für dasselbe Gremium als ordentliches Mitglied und die Kollegin Marianne Schieder als stellvertretendes Mitglied berufen werden. Stimmen Sie dem zu? Das ist offensichtlich der Fall. Dann sind die Kolleginnen Motschmann, Freitag, Schieder und der Kollege Frieser in den getrennten Funktionen in den Rundfunkrat gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Dann geht es um eine interfraktionelle Vereinbarung, die Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll soweit erforderlich abgewichen werden. Der Tagesordnungspunkt 12 soll zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 9 aufgerufen und an der bisherigen Stelle des Tagesordnungspunktes 12 der Antrag auf der Drucksache 7434 mit dem Titel Gemeinnützigkeit braucht Rechtssicherheit statt politischer Willkür im Umfang von 38 Minuten debattiert werden. Der Tagesordnungspunkt 15 soll abgesetzt und stattdessen der Gesetzentwurf auf der Drucksache 6197 zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes mit einer unveränderten Debattenzeit von 38 Minuten aufgerufen werden. Des Weiteren soll der Tagesordnungspunkt 21 abgesetzt und dafür der Antrag auf der Drucksache 7471 mit dem Titel Vorfahrt für wissenschaftliche Erkenntnisse, keine Fahrverbote bis zur Neuüberprüfung der Stickstoffdioxid- und Feinstaubgrenzwerte, ebenfalls mit einer unveränderten Debattenzeit von 38 Minuten aufgerufen werden. Sind Sie mit diesen Vereinbarungen einverstanden? Ich sehe, das ist der Fall. Dann ist so beschlossen. Ich rufe nunmehr auf die Tagesordnungspunkte 3a und 3, jetzt muss ich doch mal gucken, b, Beratung des Jahreswirtschaftsberichtes 2019 der Bundesregierung sowie Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über das Jahresgutachten 2018 und 2019 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Dazu höre ich keinen Widerspruch, dann ist so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und als Erster ergreift das Wort der Minister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die deutsche Wirtschaft befindet sich im 10. Jahr in Folge in einer äußerst robusten, in einer äußerst stabilen und starken Verfassung. Wir haben eine Wirtschaftsleistung, die so hoch ist wie noch nie zuvor in unserer Geschichte, den längsten Aufschwung seit 1966. Wir haben die höchste Zahl an Arbeitsplätzen und die Arbeitslosigkeit wird im nächsten Jahr zum ersten Mal auf unter 5% wieder sinken seit der deutschen Einheit. Wir werden einen Anstieg der Nettolöhne im nächsten Jahr um rund 4,8% erleben. Dazu tragen auch die Entlastungen bei Steuern und Abgaben bei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die gute Botschaft. Wahr ist aber auch, dass wir ein schwieriges internationales Umfeld haben und dass sich die Wachstumsdynamik bereits im zweiten Halbjahr 2018 verlangsamt hat. Wir hatten im letzten Jahr ein Wachstum von immerhin noch 1,5%, und wir werden
aufgrund der ungelösten Situation im Hinblick auf den Brexit, im Hinblick auf die internationalen Handelsbeziehungen eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums erleben, das auch Auswirkungen auf Deutschland haben wird. Der Brexit betrifft in Deutschland etwa 70.000 Unternehmen. Und die Frage, ob es zu Lieferengpässen, Transportproblemen, fehlenden Lagerkapazitäten kommt, treibt viele um. Die Bundesregierung ist auf diese Situation vorbereitet. Und dennoch sage ich mit Blick auf alle Beteiligten, auch unsere Freunde in Großbritannien, deren Ringen wir mit Sympathie und Mitgefühl verfolgen. Egal, wie ihr euch entscheidet, egal, welche Lösung am Ende die Mehrheit bekommt, aber es darf keinen ungeregelten Brexit geben, weil die Menschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Wirtschaft dafür die Zeche zahlen würde. Das können wir uns nicht leisten. Und das Zweite ist, meine Damen und Herren, weil wir diese Risiken insbesondere im Bereich der internationalen Politik haben und nicht leugnen können, wird das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr etwas schwächer ausfallen als ursprünglich prognostiziert. 1%. Das ist eine Zahl, um die uns viele in der Welt immer noch beneiden und die wir uns vor 15 Jahren nicht hätten ausdenken können. Das wäre ein großer Erfolg gewesen. Und dennoch, wir haben ein Interesse daran, dass es nicht dauerhaft bei 1% bleibt. Wir erwarten für das nächste Jahr ein Wachstum von 1,6%. Und wir glauben, dass wir auch dazu beitragen können, diese stabile Entwicklung zu befördern und zu verstärken. Dazu gehört aber dann auch, dass wir uns Rechenschaft darüber ablegen, was von uns, von der Politik erwartet wird. Sie wissen alle, dass ich ein großer Befürworter unserer Regierungskoalition bin und eines guten und fairen Umgangs miteinander. Und dennoch sage ich an dieser Stelle, ohne dass ich es auf irgendeinen direkt beziehe, auf irgendeinen Kabinettskollegen oder Kollegin, ich glaube, dass zum jetzigen Zeitpunkt Debatten über Steuererhöhungen nicht besonders hilfreich sind. Sie stehen auch nicht im Koalitionsvertrag. Wir haben in dem Koalitionsvertrag der Großen Koalition von 2013 uns zum ersten Mal darauf verpflichtet, 4 Jahre lang keine Steuern zu erhöhen. Und wir haben dieses Versprechen eingehalten. Wir haben das Versprechen wiederholt im Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode. Und lieber Kollege Bartol, es geht mir doch nicht um irgendeinen ideologischen Streit, sondern es geht mir um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auch Ihre Partei wählen, die unsere Parteien wählen, dass sie die Gewissheit haben, dass sie von uns Rückenwind bekommen und keine Diskussionen, die viele selbstständige Handwerker und Unternehmerinnen und Unternehmer entmutigen. Das ist das Signal, was wir zum jetzigen Zeitpunkt brauchen. Und ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, inwieweit wir vielleicht von früheren Gewohnheiten abgehen können. In den 70er und 80er Jahren war es immer so, dass im wirtschaftlichen Abschwung der Ruf nach Konjunkturprogrammen laut wurde. Die waren dann meistens sehr teuer und oft auch Strohfeuer. Und viele andere haben gesagt, zum Beispiel hier bei Ihnen, Herr Huben, der Staat muss sich generell und immer raushalten. Ich glaube ja, dass es Sinn macht, darüber nachzudenken, ob man nicht dann, wenn eine wirtschaftliche Dynamik aufgrund von Ursachen, die außerhalb des eigenen Landes liegen, sich abschwächt, ob es nicht dann Sinn macht, neue Anreize zu setzen und das Wachstum zu verstärken, damit es gar nicht erst zu unerwünschten Entwicklungen kommt. Und deshalb müssen wir darüber nachdenken, was wir tun können. Das sind nicht unbedingt und in erster Linie nur haushaltswirksame Maßnahmen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir uns darauf verständigen könnten, für ausgewählte Infrastrukturprojekte in ganz Deutschland Planungsbeschleunigung und Planungserleichterung zuzulassen, damit die Gelder, die im Bundeshaushalt eingestellt sind, auch abfließen, dann wäre dies ein wichtiges Signal. Und ich möchte mich ausdrücklich beim Kollegen Scholz, und bei der Kollegin Karliczek dafür bedanken, dass wir zu dritt uns darauf verständigt haben in der Bundesregierung, dass wir noch vor der Sommerpause den Gesetzentwurf zur steuerlichen Forschungsförderung im Deutschen Bundestag einbringen. Das ist insbesondere für mittelständische Unternehmen ein ganz starkes Signal. Ich würde mir wünschen, dass wir auch die finanziellen Mittel finden, um die energetische Gebäudesanierung voranzubringen und manches andere auch.
Wir haben in der letzten Woche den Bericht der Kommission zum Strukturwandel in den von der Kohleverstromung betroffenen Regionen zur Kenntnis genommen. Und ich glaube, dass die Umsetzung dessen, was dort beschlossen worden ist, wenn es darum geht, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, wenn es darum geht, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit herzustellen, uns in den nächsten Wochen noch beschäftigen wird. Wir werden mit dem Deutschen Bundestag darüber reden. Ich habe die große Hoffnung, dass es möglich ist, bis Ende April die ersten Eckpunkte zu vereinbaren. Und ich biete an, dass die Bundesregierung auch im Gespräch mit den Abgeordneten die Fragen, die wir jetzt klären müssen, gemeinsam erörtert. Die Energiewende, sie wird vorankommen, weil wir einige wichtige Weichenstellungen vorgenommen haben. Wir haben mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz, mit dem Energiesammelgesetz Klarheit in wichtigen Bereichen geschaffen. Was jetzt wichtig ist, ist vor allen Dingen, dass wir auch im internationalen Wettbewerb klare und deutliche, auch industriepolitische notwendige Akzente setzen. Die Wettbewerbspolitik der Europäischen Union ist unabhängig, und das ist gut so. Aber ich sage auch mit Hinblick auf Fusionsprojekte, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, Europa hat ein Interesse daran, dass es in einem sich immer stärker global organisierenden Weltmarkt, wo die Konkurrenz und der Wettbewerb auch von großen Playern zunehmen, dass es auch in Deutschland und in Europa nationale und europäische Champions gibt, die den internationalen Wettbewerb auch mit Anbietern aus den USA oder China aufnehmen und bestehen können. Und deshalb müssen wir bereit sein, mittelfristig auch darüber nachzudenken, welche Anpassungen in unserem Wettbewerbsrecht notwendig sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden in den nächsten Monaten viel Gelegenheit haben, darüber zu reden, wie man nachhaltiges Wachstum unabhängig von Konjunkturzyklen so organisieren kann, dass Friktionen für die Arbeitsmärkte, für die Arbeitsplätze vermieden werden, dass Menschen ermuntert werden, Leistung zu erbringen und dafür nicht bestraft werden. Wir werden in diesem Jahr mit Entlastungen für Familien und Kinder in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro ganzjährig gerechnet einen Beitrag dazu leisten, dass die Konjunktur weiter gestützt wird. Das haben diese Familien und ihre Kinder verdient. Und wir sollten den eingeschlagenen Weg ruhig und besonnen weitergehen. Wir können sehr zufrieden und sehr stolz sein mit dem, was wir erreicht haben. Und ich bin überzeugt, dass der Aufschwung weitergeht und dass er schon in wenigen Monaten erneut an Fahrt gewinnen wird. Vielen herzlichen Dank. Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, hat die Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht eröffnet. Und wir können schon mal mutmaßen, dass es in den nächsten Wochen und Monaten eine Steuerdebatte geben wird in der Koalition. Unternehmenssteuerreform auf der einen Seite fordert die Union, einen höheren Spitzensteuersatz hat der Bundesfinanzminister ja in einem Interview mit der Zeit angesprochen und vorgeschlagen. Jetzt live Erik Holm, der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion. Der Zug hatte mal wieder 30 Minuten Verspätung und ich war durchaus dankbar, weil oftmals sind es auch 90 Minuten und man kann die Zeit ja ganz gut nutzen. Man kann dann auf dem Bahnsteig schon die ersten Telefonate führen, wenn dann nicht die Gespräche nach 2 Minuten schon wieder immer abbrechen würden. Das ist der reale Zustand in Deutschland und so geht es Hunderttausenden Bürgern in Deutschland. Das ist das Falsche an Ihrer Politik. Es ist peinlich und verantwortlich. Dafür sind Sie, Frau Bundeskanzler, Herr Wirtschaftsminister und auch vorige Regierungen unter Ihrer Ägide. Sie haben aus unserem Land eine Lachnummer gemacht. Übrigens, ich grüße an dieser Stelle auch den Herrn Bundespräsidenten und freue mich, dass er es pünktlich aus Äthiopien hierher geschafft hat. Sie konnten sich ja lange zurücklehnen wegen der Nullzins-Sonderkonjunktur, aber die Bremsspuren zeigen sich sehr deutlich, auch in Ihrem Bericht. Und Sie sind darauf nicht im geringsten vorbereitet. Im Gegenteil, Sie haben mit Ihrer sorglosen Umverteilungspolitik, mit Ihrem Koalitionsvertrag voller neuer Milliardenausgaben erst dafür gesorgt, dass es sehr wenig Spielraum für schlechtere Zeiten gibt. Hier zeigt sich das unverantwortliche Handeln der Merkel-Nahles-Seehofer-Regierung. Und wir müssen jetzt vor dem Abschwung Impulse der Entlastung setzen. Jetzt wäre es an der Zeit, den Solidaritätszuschlag endlich abzuschaffen. Haben wir gefordert, haben Sie abgelehnt. Und das scheint mir offensichtlich ein Naturgesetz bei vielen Politikern zu sein. Neue Steuern einführen, das geht immer, abschaffen natürlich nie. Ich nenne es das Gesetz der klebrigen Finger. Und damit müssen wir endlich Schluss machen in diesem Land. Zeigen Sie, dass Sie es ernst meinen mit der Entlastung der hart arbeitenden Mittelschicht. Also weg mit dem Soli, jetzt ist es an der Zeit. Und
wenn ich das hinzufügen darf, es gäbe dafür ja bürgerliche Mehrheiten in diesem Haus. Wir sollten es einfach tun. Die Bürger erwarten es von uns. Meine Damen und Herren, gute Wirtschaftspolitik heißt, Bürgern und Unternehmen möglichst viel Freiheit für ihre eigenen kreativen Ideen zu lassen. Stattdessen steigt der Bürokratieaufwand Jahr für Jahr. Und wir erleben eine Wiederauferstehung der Planwirtschaft. Ob das die völlig kontraproduktive Mietpreisbremse ist oder das EEG, das die Strompreise explodieren lässt. Und ich muss ehrlich hinzufügen, es ist schon gruselig mit anzusehen, dass die Partei von Ludwig Erhard hier einfach mitmacht. Traurig ist das mit anzusehen. Die Autofahrer werden mit einem völlig unsinnigen NO2-Grenzwert getriezt. Die für uns wichtige Automobilindustrie droht, in Gefahr zu geraten. Der überhastete Kohleausstieg wird der nächste teure Spaß sein, löst natürlich kein Problem, kostet aber gerade in strukturschwachen Regionen viele Arbeitsplätze. Die Bürger erleben tagtäglich, was los ist, gerade im ländlichen Bereich. In meinem Wahlkreis auf der Insel Rügen macht der nächste Traditionsbetrieb zu. Der Rügener Badejunge, Deutschlands erfolgreichste Weichkäsemarke, muss weichen. 60 Arbeitsplätze gehen hier verloren. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das ist die Realität derzeit in Deutschland. Und was ist Ihre Lösung? Wir konnten gerade davon lesen, eine große Ostoffensive. Ein paar Schlagworte vor wichtigen Landtagswahlen. Das ist so durchschaubar und ganz ehrlich, der Ossi wird müde mit der Schulter zucken und dann sein Kreuz bei der richtigen Partei machen. Weil er nämlich erkennt, es handelt sich hier mal wieder um reinen Populismus, um Regierungspopulismus. Nein, der Jahreswirtschaftsbericht zeigt mir, dass Sie immer noch auf Ihrer konjunkturellen Wolke 7 schweben. Dabei wäre es jetzt allerhöchste Zeit, vorauszuschauen und für schlechtere Zeiten vorzusorgen. Das erwarten die Bürger von Ihnen. Fangen Sie bitte endlich damit an. Live Erik Holm für die AfD-Fraktion in der Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht 2019 und in dieser Debatte jetzt Sören Barthol, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, häufig hat ja die Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts im Deutschen Bundestag dazu geführt, dass die Koalitionsfraktionen die wirtschaftliche Lage in den höchsten Tönen loben und die Opposition die Situation in dramatischen Tönen schlecht redet. Weder Schaumschläger noch Miesmacher haben der Wirtschaftspolitik je gut getan. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir heute nicht in dieselbe Falle tappen wie viele unserer Vorgängerinnen und Vorgänger. Ich werde mich jetzt hier um Sachlichkeit bemühen. Lassen Sie uns doch gemeinsam über die Fakten reden. Die positive wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands setzt sich fort, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau. So erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2019 ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 1%. Als exportorientiertes Land spielen hier auch Unsicherheiten eine Rolle. Der Brexit, die Zollstreitigkeiten mit den USA, der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Und gerade deshalb aber ist es wichtig, die Binnennachfrage als wichtigen Teil unseres Wirtschaftswachstums zu stützen. Wir alle müssen sie gemeinsam stärken. Dazu gehört auch, dass sich die Menschen ihr Geld nicht auf die Seite packen, sondern sich auch von den steigenden Löhnen was kaufen. Und das können die meisten auch. Denn die positive Nachricht des Jahreswirtschaftsberichtes ist, dass die Beschäftigung und Löhne weiter ansteigen werden. Das bedeutet, dass all diejenigen, die mit ihrer Arbeit tagtäglich dafür sorgen, dass die Unternehmen in Deutschland gutes Geld verdienen, weiter von der positiven Entwicklung bei Beschäftigung und Löhnen profitieren werden. Und mit Sorge sehe ich allerdings, dass viele Unternehmen inzwischen nicht mehr nach Tarif zahlen. Wir müssen darüber reden, wie wir neue Anreize schaffen, damit Unternehmen wieder tarifgebunden sind. Von den Tarifpartnern ausgehandelte Löhne sind keine Wachstumsbremse. Sie sorgen für den sozialen Frieden in den Unternehmen und auch in unserer Gesellschaft. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, all die von der wirtschaftlichen Krise reden und Steuersenkungen als Gegenmaßnahmen einfordern, sollten Folgendes bedenken. Die Unternehmen verdienen derzeit immer noch gutes Geld. Der Unternehmer Martin Herrenknecht, erfolgreicher Familienunternehmer im Tunnelbau, der nun bekanntermaßen kein Mitglied der Deutschen Sozialdemokratie ist, hat es diese Woche im Handelsblatt auf den Punkt gebracht. Er warnt davor, in der jetzigen Situation die Unternehmenssteuern zu senken. Vielmehr verweist er darauf,
dass es zielführender ist, die unteren Einkommen zu entlasten. Und genau das tun wir, indem wir den Solidaritätszuschlag für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen abschaffen, Familien finanziell entlasten und dafür sorgen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder jeweils zur Hälfte die Krankenkassenbeiträge zahlen. Und wichtig ist, dass die Unternehmen jetzt in Innovation investieren. Der Großteil unserer Wirtschaftserfolge basiert auf Ideen aus dem vorletzten Jahrhundert. Dass sich unser Wohlstand auch in Zukunft gut entwickelt, ist kein Automatismus. Es geht nicht nur darum, bestehende Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Es geht vor allem darum, neue digitale zu entwickeln. Deutschland ist Exportweltmeister. Darauf sind wir doch alle immer zu Recht stolz. Ich wünsche mir, dass wir dazu auch noch Innovationsweltmeister werden. Und hierzu brauchen wir auch steuerliche Anreize. Dafür werden wir auch die steuerliche Forschungsförderung, insbesondere für kleinere Unternehmen, zügig auf den Weg bringen. Solange die Unternehmen jedoch gute Gewinne machen, müssen wir darüber hinaus die Steuern nicht senken. Vielmehr muss die öffentliche Hand weiter auf hohem Niveau, insbesondere in den Ausbau der Verkehrswege und das schnelle Internet investieren. Und das tun wir auch auf höchstem Niveau. Und das schafft Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort. Außerdem sollte jeder, der zum Beispiel den Solidaritätszuschlag auch für Menschen mit hohem Einkommen abschaffen will, sagen, wie er das eigentlich im Bundeshaushalt gegenfinanzieren will und was er am Ende dafür streichen will. Und ein wichtiger Baustein unserer Wirtschaftspolitik ist eine solide Finanzpolitik, bei der wir Maß und Mitte halten. Manchmal wundere ich mich etwas, dass die gleichen, die einem sozialdemokratischen Finanzminister vorwerfen, nicht mit Geld umgehen zu können, im selben Atemzug Milliarden Entlastung versprechen und damit doch am Ende nur ungedeckte Schecks verteilen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lehnen uns nicht zurück. Wir wissen, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer nur noch mit großem Aufwand Fachkräfte finden. Daher ist es doch umso wichtiger, dass wir endlich ein modernes Zuwanderungsgesetz und Zuwanderungsrecht schaffen. Das ist in unser aller Interesse. Wir wissen, dass sich viele Beschäftigten Sorgen um die Digitalisierung machen. Darum verstärken wir die Unterstützung für die Fort- und Weiterbildung, um sich gut am Ende auf die digitale Zukunft vorbereiten zu können. Und wir wissen um die Unsicherheit der Unternehmen, die sich aus dem Brexit, dem Zollstreit mit den USA und diesem aggressiven Auftreten Chinas auf dem Weltmarkt ergeben. Und daher setzen wir auf ein starkes Europa, auf stete Verhandlungen und bekennen uns auch klar zu weiteren Handelsabkommen. Abschottung und Protektionismus sind pures Gift für Wachstum und Wohlstand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Jahreswirtschaftsbericht hat die Bundesregierung die wirtschaftliche Lage in diesem Land realistisch beschrieben. Er dokumentiert aber auch, dass wir die Hände nicht in den Schoß legen dürfen, sondern dafür arbeiten müssen, dass es Deutschland auch in den kommenden Jahren wirtschaftlich gut geht. Und dazu brauchen wir nur mehr als nur gute Worte und mediale Ankündigungen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden das anpacken und dafür auch die notwendigen Impulse setzen. Vielen Dank. Sören Barthol für die SPD und, falls Sie zugeschaut haben, eine ausgesprochen gute Stimmung, wie es so aussieht, zwischen Bundeskanzlerin und Vizekanzler, die sich jetzt wieder in ihre Unterlagen vertieft haben, natürlich. Jetzt spricht Thomas Kemmerich für die FDP-Fraktion, der hier Mitglied im Wirtschaftsausschuss ist, aber neben seiner Tätigkeit im Bundestag auch Bundesvorsitzender der Vereinigung Liberaler Mittelstand. Die Wirtschaft ist erfolgreich, trotz Politik oder trotz Untätigkeit der Politik. Zum Zweiten belegt es auf den Punkt Ostdeutschland, dass hier jedes Jahr mit demselben Textbaustein gearbeitet wird und manifestiert wird, dass der Aufholprozess stockt und dass Ihnen dazu nichts Neues einfällt. Das eigene Versagen der Bundesregierung ist, entgegen Ihrer Ankündigungen, sei es SPD, sei es CDU, es gibt mehr Bürokratie, sag nur Brückenteilzeit, ein volkswirtschaftlich irrsinniger Kohlekompromiss. Selbst die Experten schreiten über eine Summe zwischen 40 und 80 Milliarden Euro für die nächsten Jahre. Und eine kleine Petitesse: durch die Abwandlung des Prüfzyklus für Dieselfahrzeuge hat der BR eine Sonderkonjunktur in Form von Parken auf dem Parkplatz, aber die Konjunktur lahmt. Untätigkeit, das können Sie mehrfach betonen, dann machen Sie es endlich, legen Sie ein Fachkräftegesetz vor, gehen Sie aktiv um mit dem Handelsstreit zwischen USA, China und den anderen globalen Mächten.
und haben Sie bei dem Brexit nicht immer dieselben Worthülsen, sondern werden Sie tätig. Deutschland verliert an Attraktivität. Und Herr Altmaier, wenn Sie es ernst meinen mit keinen Steuererhöhungen, dann bitte reden Sie mit Finanzminister Scholz, der eine gigantische Steuererhöhung plant in Form der Grundsteuer, die nicht nur die Mittelschicht, sondern auch den Mittelstand im Mark erschüttern wird. Im Einzelnen. Sie kündigen seit Ihrer Regierungserklärung an, ein Bürokratieentlastungsgesetz vorzulegen. Wo ist es denn? Werden Sie konkret. Wir haben mehrfach gefordert und im Bundestag angeboten, reformieren Sie die Dokumentationspflichten beim Mindestlohn. Vereinfachen Sie die Regeln zur Abgabe der Sozialversicherung. Zeitnahe Betriebsprüfung, Überregulierung der Zeitarbeit nehmen Sie zurück. Flexible Arbeitszeiten, Tariföffnungen und auch da gehen Sie nicht mit prekärer Beschäftigung im Generellen um. Die Freelancer, eine große Inkubationstreiber in dieser Gesellschaft, die weltweit eingesetzt werden, erfahren in Deutschland eine Ächtung. Fordern Sie und führen Sie ein. Für alle in Deutschland, für die Bürger, für die Unternehmer, würden Sie das Leben einfacher machen mit weniger Bürokratie. 45 Milliarden kostet uns alle das jährlich. Es würde uns keinen Cent kosten, das zu reduzieren, sondern nur, wie gesagt, das Leben einzelner machen. Schucken Sie mit den Schultern, legen Sie Ihr Handy weg und dann können wir zusammen arbeiten. Das Kernnadelöhr ist aber der Fachkräftemangel. Wir sehen hier einen Fachkräftebedarf von ca. 5 Millionen Menschen bis zum Jahre 2030. Das wird die deutsche Volkswirtschaft an fehlendem Umsatz weit über 500 Milliarden Euro kosten. Das entspricht 14% der heutigen Wirtschaftskraft. Legen Sie endlich vor, ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Ändern Sie die Kriterien bei der Blue Card. Senken Sie die Einkommensgrenzen. Weiten Sie auf, welche Berufe zuwandern können. Nicht nur Hochschulabsolventen. Wir brauchen Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte. Reformieren Sie die Anreizsysteme zum Zuverdienst in Form von Hartz IV bei den Rentnern. Das ist arbeitsverhindernd. Frau Karliczek, denken Sie bei BAföG bitte nicht nur an die Studenten, sondern weiten Sie die Tatbestände endlich auf, auch auf die Ausbildungsberufe. Wir brauchen mehr Meister statt Master. Fangen Sie an. Herr Altmaier, das Erbe Ludwig Erhards waren Sie nicht durch nette Dampfplaudereien, sondern indem Sie Rahmenbedingungen für die Akteure der sozialen Marktwirtschaft setzen, die den Unternehmen, den Mittelständlern, den Handwerkern die Möglichkeiten schaffen, die Herausforderungen der nächsten Zeit zu bewältigen. Das ist die Digitalisierung, das ist die Demografie und das sind die veränderten Bedingungen der globalen Welt. Legen Sie den Gang zu, kommen Sie raus aus dem Leerlauf. Wir freuen uns auf Ihre Aktivitäten. Jetzt ist er tatsächlich fertig. Thomas Kemmerich für die FDP-Fraktion, Mitglied im Wirtschaftsausschuss in der Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht. Und jetzt einen, den Sie heute Morgen schon haben bei uns sehen können. Klaus Ernst, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie und Mitglied der Linksfraktion. Haben wir in Deutschland stabile Wachstumsraten. Und Kollege Kemmerich, davon lahmender Wirtschaft zu sprechen, ist doch ein wenig mutig. Ich habe eher den Eindruck, seit 14 Jahren höre ich dieselben lahmen Argumente der FDP in diesem Zusammenhang. Also vielleicht ein bisschen genau hingucken, so schlecht ist die Lage nicht. Worauf ist es eigentlich zurückzuführen? Das ist doch die spannende Frage. Und Herr Kemmerich und liebe Kolleginnen und Kollegen, es waren die steigenden Löhne, es war die Inlandsnachfrage, die inzwischen zum Motor der Wirtschaft geworden ist. Das ist Tatsache. Das hat unser Wirtschaftswachstum verursacht. Und meine Damen und Herren, ich erinnere mich gerne auch an die Argumente, die immer gegen Lohnerhöhungen eingeführt wurden. Da wurde gesagt, Lohnerhöhungen führten zu einer Lohnpreisspirale, zu steigenden Preisen. Haben Sie sich mal überlegt, wie die Preise zurzeit sind? Wir sind unter dem Niveau, das die EU vorsieht für Inflationsraten. Also wir haben da überhaupt kein Problem. Das nächste Argument, wir hätten, wenn bei Lohnerhöhungen würden die Exporte gefördert, wir hätten Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit. Haben Sie sich mal angeguckt, wie die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist, die gerade im Ausland in Konkurrenz sind? Die sind ausgezeichnet. Also ich kann nur sagen, meine Damen und Herren, da haben wir kein Problem. Wir haben allerdings ein anderes Problem. Nämlich, dass diese Lohnentwicklung nicht für alle sichtbar ist. Gerade bei den unteren Löhnen haben wir einen riesen Nachholbedarf. Und deshalb kann ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, nur auffordern, horchen Sie auf Ihren Finanzminister, machen Sie endlich einen Mindestlohn von 12 Euro. Das stabilisiert die Konjunktur in diesem Land und führt vielleicht auch dazu, dass wir über die 1% Wachstum wieder hinauskommen, die prognostiziert sind im Bericht. Im Übrigen,
Herr Altmaier, gibt es ja auch ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das sagt, es ist ein wenig nach unten gerechnet, vielleicht deshalb, weil Sie dann hinterher sagen können, wir waren besser als prognostiziert. Das ist vielleicht auch zwar eine nicht schöne, aber auch eine Methode. Meine Damen und Herren, wir haben tatsächlich das Problem, dass nach wie vor die Löhne unten zu niedrig sind und deshalb ist hier auch ein Schlüssel für weiteres Wachstum. Zweite Bemerkung. Also, so leicht konnte ich Sie doch nicht rauslassen. Ihre Fraktion hatte jetzt nun über weitere Steuersenkungen im Unternehmensbereich nachgedacht. Sie wollen tatsächlich für die Unternehmen die Steuern senken. Ja, warum denn? Vorsorglich, denen geht es ja blenden, sagen Sie ja selber. Aber haben Sie sich eigentlich die Zahlen der letzten Jahre angesehen? Und Sie auch, meine Damen und Herren. Die Investitionsquote, also das, was die Unternehmen von ihrem Gewinn für Investitionen verwenden, lag im Jahr 1991 bei knapp 50%. 50% von dem, was sie hatten, haben sie investiert. Im Jahre 2017 nur noch bei 9%. Also es konnte nicht daran liegen, dass die zu wenig Geld haben. Durch Steuersenkung haben die noch mehr, investieren aber deshalb nicht mehr. Deshalb kann ich nur sagen, da fehlt es wirklich nicht am Geld. Im Übrigen, Herr Herrenknecht ist heute schon genannt worden. Ich möchte Ihnen, Herr Altmaier, das ganze Zitat zum Besten geben, weil es, glaube ich, sehr spannend ist. Herr Herrenknecht, übrigens ein sehr erfolgreicher Baden-Württemberger Unternehmer, der baut die großen Maschinen für die Löcher in den Tunnels. Na, man kann sich das auch ansehen. Hat mal die Ehre gehabt, 6 Stunden neben ihm zu sitzen im Flieger. Vielleicht hat das auch ein bisschen gewirkt, denn das Zitat gefällt mir sehr gut. Er hat nämlich gesagt, wörtlich, ich zitiere, wir müssen dringend die unteren Lohngruppen entlasten. Stattdessen diskutiert die CDU über niedrigere Unternehmenssteuern in einer Phase, wo es der Wirtschaft so gut geht. Das ist die falsche Reihenfolge. Zuerst muss unten entlastet werden. Die unten denken, dass die oben spinnen. Herrenknecht, Herr Altmaier, hat er recht? Spinnen die da oben? Dann würde ich mal mit Ihrer CDU-Fraktion reden. Er fordert übrigens weiter, der Herr Knecht. Viel wichtiger wäre es, das Geld in die Schulen zu investieren. Schon wenn man die Gebäude anschaut, wird man verrückt. Wir brauchen Laptops für die Schüler und Lehre in allen Schulen. Recht hat er. Übrigens ein Mitglied der CDU, Herr Altmaier. Ein Mitglied der CDU. Allerdings hat er jetzt, glaube ich, seine Mitgliedschaft ruhend gestellt. Vielleicht überlegen Sie mal, warum. Es fehlt bei Bildung, bei öffentlicher Verwaltung, es fehlt bei Pflege, es fehlt im öffentlichen Wohnungsbau, bei öffentlicher Infrastruktur. 57 Milliarden Euro, schätzt die Eisenbahngewerkschaft, fehlt allein bei der Bahn. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau sagt, 159 Milliarden fehlen den Kommunen. Der Investitionsrückstand hat diese Höhe. Wir brauchen keine Steuergeschenke für Unternehmen. Wir brauchen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, meine Damen und Herren. Und zwar dringend und mehr als Sie davor. Dritte Bemerkung. Wo wollen wir eigentlich industriepolitisch hin? Nach wie vor, Herr Minister, bleiben die angekündigte Strategie, bleiben Sie schuldig. Nochmal, Herr Herrenknecht, er ist einfach gigantisch. Er sagt, die Chinesen legen mit ihrer Seidenstraße eine wirtschaftspolitische Vision vor und wir haben nicht mal eine Antwort darauf, geschweige denn ein eigenes Konzept. Dringender Nachholbedarf, da muss was geschehen. Meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung. Im Jahreswirtschaftsbericht schreiben Sie, Zitat, der Leistungsbilanzsaldo ist für die Bundesregierung keine wirtschaftspolitische Zielgröße. Zitat Ende. Die weltweite Kritik, dass Deutschland seit Jahren bei weitem mehr exportiert als importiert, ist Ihnen also Schnuppe. Haben Sie das eigentlich mal mit Herrn Trump diskutiert? Ist es nicht gerade die Ursache dafür, dass Trump wegen unserer großen Überschüsse, die wir im Außenhandel erzielen, jetzt Steuerpolitik betreibt? Ist das nicht der Hintergrund des Problems, dass wir weltweite Probleme kriegen, weil das eine oder andere Land, auch die Chinesen, bei weitem mehr verkaufen, als sie importieren und damit andere in Schwierigkeiten bringen? Wenn Sie sagen, es ist Ihnen Schnuppe, ist Ihnen übrigens auch die Gesetzgebung des Bundestags Schnuppe, weil wir dort eben ein Gesetz haben, das vorschreibt, dass wir ausgeglichene Handelsbilanzen als Ziel staatlicher Wirtschaftspolitik haben. Sie ignorieren das einfach. Und ich muss sagen, Herr Altmaier, das finde ich schade. Mit einer solchen Politik und aufgrund dessen, was daraus folgt, gefährden Sie Wachstum und Wohlstand in Deutschland und in Europa. Klaus Ernst, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie und die nächste Rednerin in dieser Aussprache zum Jahreswirtschaftsbericht 2019 wird Kerstin André sein für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da ist sie wirtschaftspolitische Sprecherin. Meine Kolleginnen und Kollegen,
Für uns ist es ja immer noch eine Freude. Endlich haben wir eine Einigung für den Kohleausstieg. Eine grüne Forderung wird Realität. Und unser Dank geht an all diejenigen, die jahrelang dafür gekämpft haben, dass wir aus der Kohle aussteigen, unermüdlich für Klima- und Umweltschutz gekämpft haben. Dank an all diejenigen, die dies ermöglicht haben. Und das ist aber nur der erste Schritt. Jetzt gilt es, den Ausbau der Erneuerbaren voranzubringen. Und wir fordern Sie auf, Herr Altmaier, machen Sie Deutschland endlich wieder zum Spitzenreiter bei den Erneuerbaren. Die anderen Länder holen auf. Wir waren 2010 das letzte Mal an der Spitze bei den erneuerbaren Energien. Bei uns gehen die Investitionen zurück. Das kann man doch nicht sehenden Auges zulassen. Und ich sage Ihnen das nicht nur für die Umwelt und unsere Lebensgrundlagen, weil es da wichtig ist, sondern weil es ökonomisch sinnvoll ist. Das Weltmarktvolumen von Klimatechnologien wird bis 2030 auf 1 bis 2 Billionen Euro ansteigen. Das ist der Markt der Zukunft. Klimaschutz und Ökologie sind der Jobmotor der Zukunft. Und wir fordern von Ihnen, dass Sie endlich eine Haltung und ein Selbstbewusstsein haben. Nachhaltigkeit durch Innovationen ist ein Standortvorteil für die Bundesrepublik Deutschland. Das müssten Sie tun. Jetzt beklagen Sie die geringen privaten Investitionen. Das ist logisch, weil die Unternehmen abwarten. Die haben nämlich keine Planungssicherheit. Wir durften letzte Woche lesen, dass Thyssen in neue Stahlproduktion investiert. 10 Milliarden Euro. Das machen Sie unter anderem deswegen, weil Sie davon ausgehen, dass ein CO2-Preis kommt. Wir wollen den Stahlstandort in Deutschland erhalten. Der Weg führt aber über die emissionsärmste Technologie. Und Ihre Ablehnung eines CO2-Preises ist ein Bremsklotz für zukunftsfähige Entwicklung, Herr Minister Altmaier. Wir wissen, dass wir in Deutschland den Klimawandel nicht alleine aufhalten. Das ist doch logisch. Selbst wenn wir sämtliche CO2-Emissionen auf Null kriegen. Aber es geht um was völlig anderes. Es geht erstens darum, jedes Land ist verpflichtet, seinen Beitrag zu leisten. Denn nicht nur dann erreichen wir es global. Es geht zweitens darum, wir zeigen, dass man Wohlstand erhalten kann mit CO2-armen Wirtschaften. Und es geht drittens darum, mit den besten Technologien Unternehmen Märkte zu erschließen, denn da liegt die Zukunft. Das haben wir mit dem EEG bewiesen, und das können wir auch mit anderen Technologien beweisen. Das wäre mal eine Strategie. Aber genau das fehlt ja, eine industriepolitische Strategie. Der Wirtschaftsminister redet von KI und von Batteriezellen. Das ist ja alles auch in Ordnung. Aber was ist eigentlich mit dem Wandel der alten Industrien? Welche Initiativen kommen da? Wo bleibt denn eigentlich der strategische Dialog mit der Automobilindustrie? Da bräuchten wir doch heute schon eine Strukturkommission und nicht erst in 10 Jahren, wenn die Hütte brennt. Und stattdessen gipfelt sich dieser großartige Verkehrsminister Scheuer ergebnislos durch die Lande und knallt seinen Experten dann auch noch einen vor den Latz. Ich sage Ihnen eins. Die Tage ohne Tempolimit sind gezählt. Und selbst wenn der Regierung die Klimaziele und die Maßnahmen egal sind, es gibt keinen Grund, die vielen Verkehrstoten in Kauf zu nehmen, nur damit irgendwelche Geschwindigkeitsfanatiker endlich mal Gas geben können. Keinen Grund dafür. Und es geht uns keineswegs nur um große Unternehmen. Was wir brauchen, sind innovative Gründer. Wo setzen Sie eigentlich den Gründergeist frei? Wo sind Ihre Maßnahmen, um junge Menschen bei der Gründung eines Unternehmens zu helfen? Wir haben mit dem Gründerkapital ein einfaches und unbürokratisches Instrument vorgeschlagen. Aber was ist denn Ihr Vorschlag? Kreativität und Tatendrang ohne große bürokratische Hürden freizusetzen. Da erwarte ich eine Initiative vom Wirtschaftsminister. Da sind so viele junge Menschen mit guten Ideen. Tun Sie was für die. Sie reden von Wachstum und wir reden von Wohlstand. Und deshalb haben wir zum dritten Mal einen Jahreswohlstandsbericht vorgelegt, wo wir auf der einen Seite dieser Orientierung an dem BIP, sind es jetzt 2,3, 1,8, jetzt sind es doch nur 1,0, 3 waren mal drin, wie auch immer. Da schätzen wir mal was dagegen, weil die Gleichung Wachstum gleich Wohlstand, die geht nicht mehr ohne weiteres auf. Wir haben einen illusionären Wohlstand. Und ich fasse Ihnen mal die verheerenden Ergebnisse dieses Jahreswohlstandsberichts in einem Satz zusammen. Für Ihre Art der Politik reicht unsere Zukunft nicht aus. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir leben erstens
nicht nur zulasten kommender Generationen, sondern zulasten ausländischer Biokapazitäten. Die Einkommensschere klafft zu weit auseinander, trotz der Hochkonjunktur in den letzten Jahren. Das Artensterben ist ein Armutszeugnis. Und die Green Economy, einst ein Verkaufsschlager der Bundesrepublik Deutschland, ist längst nicht mehr bei uns angesiedelt. Wann wachen Sie endlich auf? Der Finanzminister sagt, die fetten Jahre sind vorbei. Wissen Sie, wenn der Alarm angeht, dann nützt es nichts, die Rauchmelder auszuschalten. Dann müssen Sie das Feuer löschen. Mehr Zukunft können wir uns nicht backen, aber eine andere Wirtschaftspolitik, die wäre dringend notwendig. Vielen Dank. Kerstin Andrell, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und mit einem interessanten Sprachbild am Schluss, aber eben auch mit einem Exkurs zum Thema Tempolimit. Und jetzt geht es weiter mit der Koalition. Jetzt geht es weiter mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, mit Joachim Pfeiffer. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, der Jahreswirtschaftsbericht zu Beginn eines Jahres ist immer gute Gelegenheit, mal innezuhalten und festzustellen, wo wir stehen, was die Herausforderungen sind und was wir tun wollen. Und unzweifelhaft ist es so, dass wir dieses Jahr ins 10. Jahr des Aufschwungs gehen. Und Wachstum bleibt Wachstum. Und wenn es 1% ist, dann würden wir uns vielleicht mehr wünschen, aber es bleibt trotzdem Wachstum und die Richtung stimmt. Und was ist der Anker dieser positiven Entwicklung und dieses Wachstums? Das ist nach wie vor der Arbeitsmarkt. Der Bundesminister hat es angesprochen, über 45 Millionen Menschen sind in Lohn und Brot. Es werden fast 400.000 nach den Prognosen in diesem Jahr erneut dazukommen. Und es sind gegenüber dem Tiefstand von 2005 fast 8 Millionen Menschen mehr in Lohn und Brot. Und das ist der Grund, weshalb es uns heute so gut geht und weshalb wir auch weiterhin Wachstum haben. Vor 15 Jahren war es so, dass wir mehr Arbeitslose hatten. Mehr Arbeitslose bedeutet weniger Steuereinnahmen, mehr Ausgaben in der Sozialversicherung in der negativen Spirale. Jetzt sind wir seit 2005 in einer positiven Spirale. Mehr Arbeitnehmer, mehr Menschen in Lohn und Brot zahlen mehr Steuern, zahlen mehr in die Sozialversicherung. Und wir können die Abgaben senken. Wir können auch bei Steuern entlasten. Und damit schaffen wir Luft, dass Wachstum entsteht. Das ist die erfolgreiche Glücksspirale, die wir in Gang gesetzt haben in den letzten 15 Jahren. Der Aufschwung kommt aber bei den Menschen an, und ich muss sagen, ich bin heute beglückt. Klaus Ernst erkennt zum ersten Mal an, dass unsere Politik in die richtige Richtung geht und dass die Menschen mehr in der Tasche haben. Noch vor einem Jahr hat er an selber Stelle gesagt, es ist alles schlecht und die Menschen bekommen nicht mehr ab. In der Tat ist es so. Die Löhne steigen, die Reallöhne steigen wie schon lange nicht mehr, und zwar in allen Bereichen. Und wenn die Reallöhne steigen, dann steigen auch die Renten. Dann haben auch die Menschen, die früher gearbeitet haben, mehr in der Tasche. Und das ist unsere Politik, dass durch Wachstum produktivitätsorientiert die Menschen mehr in der Tasche haben und nicht durch staatliche Willkür. Und deshalb sage ich an der Stelle auch ganz klar, wir sind die Hüter der Tarifautonomie. Wir wollen produktivitätsorientierte Lohnerhöhungen, die die Tarifpartner aushandeln. Nicht staatliche Willkür. Deshalb müssen wir bei staatlichen Eingriffen, wenn hier Mindestlohn staatlich gefordert wird, das werden wir nicht mitmachen, einen staatlich festgesetzten Mindestlohn von 12 Euro. Wir haben den Mindestlohn eingeführt und haben jetzt eine Kommission, die das entsprechend startet. Herr Ernst will meine Redezeit verlängern. Ich bin gerne bereit. Herr Ernst, Sie hatten Gelegenheit für eine Zwischenbemerkung oder Zwischenfrage. Ja, dann ist es ja nicht so langweilig. Ne? Also, Herr Pfeiffer, ja, ich habe ja auch durchaus anerkannt, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist. Aber jetzt sind ja auch auf Probleme aufmerksam geworden. Zu denen haben Sie jetzt nichts gesagt. Also, die Kollegen von Ihrem Koalitionspartner weisen darauf hin, dass wir ein Problem mit der Tarifbindung haben. Sie sagen, die Tarifbindung ist wichtig. Wir erleben aber Unternehmen, die sich die Tarifbindung
verlassen. Wir erleben Unternehmerverbände, die akzeptieren, dass es Verträge ohne Tarifbindung gibt, also dass es Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung gibt und dass wir damit ein Problem, insbesondere auch bei den Einkommensbeziehern, mit weniger Einkommen haben. Und jetzt kann man natürlich loben und kann sich auf die Schulter klopfen nach dem Motto, dem Unterbewusstsein ist egal, wer es macht. Aber ich möchte mal gerne wissen, wo sind jetzt von Ihnen eigentlich die Vorschläge, dass wir genau dieses Problem bewältigen, dass wir möglichst alle Menschen in unserem Land, auch die unteren, auch die 20% mit niedrigem Einkommen, dass wir die beteiligen. Und wäre es nicht dann auch ein Element eines zusätzlichen Wachstumsschubs, wenn es uns gelingen würde, die Einkommen, auch die unteren, tatsächlich an dem Wirtschaftswachstum, an der positiven Entwicklung zu beteiligen? Ja, Kollege Ernst, das ist völlig richtig. In der Tat. Aber das machen wir nicht durch staatliche Lohnfestsetzung, sondern das machen wir, indem wir Rahmenbedingungen setzen, dass die Beteiligung entsprechend verbessert wird. Wir haben in den letzten 15 Jahren durch verbesserte Rahmenbedingungen für Familien es geschafft, dass die Frauenerwerbstätigkeit deutlich zunimmt. Wir müssen, und das hat auch der Minister angesprochen, die Erwerbsbeteiligung der Älteren weiter erhöhen. 2005 war es in der Tat so, dass kaum über 60-Jährige im Arbeitsmarkt waren. Ich glaube, es waren unter 30%. Heute sind 80% der 55- bis 65-Jährigen im Arbeitsmarkt. Das heißt, wir müssen eigentlich die Menschen nicht aus dem Arbeitsmarkt drängen mit falschen Anreizen, sondern wir müssen die, die Fachkräfte sind, entsprechend im Arbeitsmarkt halten. Dann wird Wirtschaftswachstum möglich und dann haben wir produktivitätsorientiert auch die Möglichkeit, über Tarifverhandlungen auch niedere Arbeitsgruppen in Lohn und Brot zu bringen. Das ist der richtige Ansatz und die richtige Wirkungskette. Und nicht hier losgelöst mit staatlicher Willkür staatliche Mindestpreise oder Mindestlöhne vorzugeben. Und es gilt auch im Ausbildungsbereich, wo wir gerade hart drüber ringen, dass hier die Mindestlöhne nicht so hoch sein dürfen. Und ich bin nicht der Meinung, dass der Staat der bessere Unternehmer und der bessere Tarifgeber ist, sondern das machen bei uns nach wie vor die Tarifpartner, Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den dafür vorgesehenen Rahmenbedingungen. Lassen Sie mich aber weiter sagen, noch mal vielleicht kurz zur Analyse, wo wir stehen. Das hat noch keiner, glaube ich, heute angesprochen. Also seit 2002 liegt unsere Verschuldung über dem Maastricht-Kriterium. In diesem Jahr werden wir zum ersten Mal seit 2002 unter 60% kommen. Das schafft Spielraum auch für staatliches Handeln in der Zukunft und es schafft Spielraum, wenn es mal vielleicht nicht mehr so gut geht. Seit 2014, jetzt dann das fünfte Jahr in Folge, werden wir Schulden abbauen und keine neuen Schulden aufnehmen. Jahrzehntelang haben wir es beklagt, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Seit die Union hier das Zepter übernommen hat, sind wir dauerhaft, und ich gehe auch davon aus, dass unser Koalitionspartner mitgeht, da auf dem richtigen Weg, Schulden abbauen statt Schulden aufbauen. Aber bei aller Freude ist in der Tat das Wetterleuchten ja nicht zu verkennen. Der Außenbeitrag war lange Zeit der Motor unseres Wachstums. In diesem Jahr erwarten wir, dass der Außenbeitrag mit minus 0,3% negative Impulse setzt. Den stärksten Impuls von dem 1% Wachstum, den wir dieses Jahr haben, setzen wir selber mit unserer Politik. Das ist auf der einen Seite gut. 10 Milliarden Euro für Familien, mehr für Infrastruktur, mehr für Innovation, mehr für Digitalisierung. Die Investitionen im Bundeshaushalt seit 2013 sind um über 50%, glaube knapp 55% diesem Jahr gestiegen auf 40 Milliarden. Das ist gut. Aber 40% Anteil an 1% staatlich induziert kann natürlich nicht allein uns glücklich machen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir den Welthandel wieder in Balance bringen, dass wir die Hüter des Freihandels sind, dass wir die internationalen Institutionen, die Welthandelsorganisation lebensfähig erhalten, dass wir die Partner, die mit uns Freihandel betreiben wollen, in der Welt zusammenbringen. Eine Koalition der Willigen von Japan über Neuseeland, Australien, Europa bis nach Südamerika. Das ist der Weg, den wir gehen wollen, um auch hier das Wachstum auf eine entsprechend weitere Säule zu stellen. Wir müssen die Flexibilität am Arbeitsmarkt
erhalten und dürfen sie nicht weiter einschränken. Wir müssen Fachkräftezuwanderung verbessern. Wir müssen auch am Kapital- und Finanzmarkt die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und das sollten wir schon uns, Herr Kollege Bartelt, sehr genau anschauen, was andere in der Welt machen, wie dort die Unternehmenssteuern sind. Wir brauchen ein wettbewerbsfähiges Steuersystem in Deutschland und wettbewerbsfähige Steuersätze. Sonst wird die Glücksspirale, die ich vorher beschrieben habe, gefährdet. Deshalb müssen wir auch da die richtigen Ansätze treffen. Wir müssen Bürokratie abbauen. Das Wettbewerbsrecht ist angesprochen worden. Ich würde sogar sagen, wir müssen darüber nachdenken, ob wir auf europäischer Ebene nicht auch eine Ministererlaubnis brauchen, dass wir zum Beispiel solche Zukunftsthemen wie im Bereich Verkehr, wo wir einen europäischen, einen globalen Champion brauchen, der dort mitarbeiten kann, entsprechend ermöglichen können. Breitband ist angesprochen. Herr Kollege Pfeiffer, Sie müssen zum Ende kommen. Herr Präsident, ich nehme es zur Kenntnis. Es gibt viel zu tun und Wachstum fällt nicht vom Himmel. Deshalb lassen Sie uns in diesem Jahr die Weichen richtig stellen, dass wir auch im nächsten Jahr beim Jahreswirtschaftsbericht entsprechend sagen können, auch im Jahr 2020 gehen wir mit neuem Wachstum ins 11. Jahr des Aufschwungs. Vielen Dank. Joachim Pfeiffer für die Unionsfraktion. Und der nächste Redner in dieser Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht wird sein Enrico Komning, studierter Rechtsanwalt und Mitglied der AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollegen, lieber Herr Kollege Pfeiffer, Wir müssen. Ich frage mich, was Sie die gesamten letzten Legislaturperioden gemacht haben. Fangen Sie doch endlich an mit dem, was Sie nun müssen. Wir erleben gerade das Ende eines Jahrzehnts stetigen Wirtschaftswachstums. Sie, Herr Minister, machen laut Ihrem Vorwort in Ihrem Bericht dafür das außenwirtschaftliche Umfeld für den Konjunktureinbruch verantwortlich. Herr Minister, nicht an allem ist der bevorstehende Brexit und Donald Trump schuld. Das Wachstum in Deutschland ist unter dem europäischen Durchschnitt. Sie selbst gehen für 2019 noch nur noch von 1% aus. Die Steuern- und Abgabenlast ist beispiellos hoch. Mit Ihrer Politik fahren Sie die deutsche Schlüsselindustrie, die Autobranche, gerade systematisch gegen die Wand. Und das betrifft nicht nur VW, BMW und Daimler. Dahinter hängt die gesamte Zuliefererindustrie. Und das sind zumeist eben keine internationalen Großkonzerne, sondern solide deutsche mittelständische Betriebe. Sie sägen an dem Ast, auf dem wir alle sitzen, unserem deutschen Mittelstand. Wir haben den Bericht gelesen. Da steht viel von regionaler Strukturpolitik, KMU-Förderung, Investitionen in Länder und Kommunen drin, Absichtserklärungen. Fakt ist doch, die strukturschwachen Gebiete, vor allem im Osten unseres Landes, hängen unverändert hinterher. Die Russland-Sanktionen, für die Putin nicht mehr als ein müdes Lächeln übrig hat, haben gerade in kleinen mittelständischen Betrieben im Osten in den Ruin getrieben. Beenden Sie endlich diese Sanktionen. Das wäre ein einfaches und vor allem auch kostengünstiges Konjunkturprogramm. Sie wollen den globalen Handel verteidigen und Protektionismus entgegentreten, so Ihr Bericht. Kein Protektionismus heißt aber für Sie, sämtliche deutsche Interessen zu negieren. Und das schwächt unseren deutschen Mittelstand. Auch wir sind für weltweiten freien Warenverkehr, aber unter Wahrung der Interessen unserer mittelständischen Unternehmen. Und das ist kein Protektionismus, das ist pure Selbstverständlichkeit. Und nicht Donald Trump oder der Brexit sind dafür verantwortlich, dass Menschen und Unternehmen in Deutschland die höchsten Energiekosten zu stemmen haben, mit ihrer Energiewende, die klimatisch nichts bringt, dafür aber astronomische Summen verschlingt, haben sie diesem Land einen Rucksack aufgeladen, an dessen Gewicht die künftigen Generationen, die heute hier oben sitzen, zerbrechen werden. Und der Brexit und Donald Trump können auch nichts dafür, dass wir bei der Digitalisierung schon fast Lichtjahre hinter den meisten europäischen Partnern, und da spreche ich noch nicht mal von China, Japan und den USA, hinterherhängen. Wir schreiben das Jahr 2019 und nach wie vor befinden sich weite Teile Deutschlands, speziell auch in den ländlichen Räumen, im digitalen Tal der Ahnungslosen. Und daran ändern auch Ihre ganzen schönen Strategiepapiere nichts. Nein, meine Damen und Herren von der Regierung,
Sie liegen seit einem Jahrzehnt gemütlich im Liegestuhl, lassen sich die gute Weltkonjunktur auf den Pelz brutzeln und geben jetzt anderen die Schuld, wenn sie mit Konjunkturbrand aufwachsen. Das funktioniert so nicht, und das lassen wir Ihnen auch so nicht durchgehen. Fangen Sie an, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hier in Deutschland, für das Sie die Verantwortung tragen, zukunftsfähig zu machen. Fangen Sie endlich an, die deutschen Interessen gegenüber den Partnerländern zu vertreten. Die Vereinigten Staaten haben 2018 ein Wirtschaftswachstum von nahezu 3%, und auch 2019 wird eine 2 vor dem Komma stehen. Und dafür, Herr Minister, dafür ist Donald Trump verantwortlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht für die Fraktion der SPD der Kollege Bernd Westphal. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine Vorredner haben darauf hingewiesen, ja, wir haben eine sehr gute konjunkturelle wirtschaftliche Lage. Wir haben in Deutschland einen innovativen Wirtschaftsstandort mit vielen Investitionen, mit vielen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern. Aber dieser Wohlstand, den haben wir vor allem denen zu verdanken, den fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zur Schicht gehen, die Nachtschicht, Mittagsschicht fahren, die in Pflegeheimen arbeiten, die in Verwaltungen, in anderen Unternehmen tätig sind. Die erzeugen diese Kennzahlen, die wir heute haben, die so erfolgreich sind. Vielen Dank dafür. Nun ist viel kritisiert worden an Politik und verschiedenen Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen. Das ist das gute Recht der Opposition. Ich muss Ihnen aber sagen, wenn kritisiert wird an Mindestlöhnen, komplizierte Bürokratie, der Kollege Kommling hat gesagt, dass wir hier gerade eine große Administration aufbauen für den Mindestlohn. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, wir sind nicht trotz, sondern wegen Mitbestimmung, wegen sozialen Standards, wegen Umweltschutz, genau wegen diesen Rechten ist dieser Wirtschaftsstandort so erfolgreich und nicht das, was Sie hier kritisieren. Wenn ich Unternehmen besuche, ist das erste Argument, warum Wachstum eben nicht realisiert werden kann, weil die Fachkräfte fehlen. Und das ist ein wachstumsbegrenzender Faktor, an dem wir dringend arbeiten müssen. Und dafür gibt es gute Vorschläge. Wir haben vom Arbeitsminister Hubertus Heil das, was Zuwanderung angeht. Wir haben Investitionen in Bildung. Wir haben Investitionen dort, wo Kommunen und Länder Verantwortung tragen. Und deshalb wünsche ich mir vom Vermittlungsausschuss, dass wir gerade dann, wenn es um Digitalisierung geht, auch im Bildungs- und Schulbereich etwas nach vorne bringen. Das heißt, jeden mobilisieren, der Anspruch, keiner bleibt zurück, in Bildung und Qualifizierung, in Vereinbarkeit Familie und Beruf, auch jungen Familien Job und Familie übereinander zu bringen und natürlich auch mit einem Einwanderungsgesetz, was es erleichtert, Fachkräften hier an den Standort Deutschland zu kommen. Wir haben, was Innovation angeht für die Wirtschaft, zu identifizieren, wo sind die Kernbereiche der Zukunft? In welchen Bereichen wollen wir wachsen? Wir haben eine sehr innovative Start-up-Szene. Da muss Risikokapital erweitert werden. Da gibt es die ersten Bewegungen, die wir gemacht haben über KfW und andere Möglichkeiten. Aber das müssen wir weiter fördern. Aber wir brauchen natürlich auch, wenn es um Grundlagenforschung geht, die Übertragung in die Unternehmen. Und die Bildungs- und Forschungsministerin muss hier auch dafür sorgen, dass diese Rahmenbedingungen nachher auch in wettbewerbsfähige Produkte fließen. Und deshalb brauchen wir eine steuerliche Forschungsförderung, gerade für mittlere und kleine Unternehmen, die hier Ambitionen haben, aber genau wegen diesen fehlenden Anreizen das nicht verwirklichen können. Und deshalb ist das eine langjährige Forderung der SPD, die wir jetzt umwandeln in diese Förderung. Und damit sichern wir Steuereinnahmen für die Zukunft. Die Basis für unseren wirtschaftlichen Erfolg ist eine industrielle Produktion. Wir brauchen Langzeitstrategien, Schwerpunktsetzung. In dieser letzten Woche der Kompromiss für die Energiewende zeigt, dass wir Akteure haben, die willens waren, hier politisch handlungsfähig zu sein und sich zu diesem Kompromiss durchgerungen haben. Das ist eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Wir brauchen jetzt aber auch die Entwicklung neuer Antriebe im Mobilitätssektor.
Wir brauchen nicht nur batterieelektrisch, das, was der Wirtschaftsminister sehr erfolgreich versucht, Konsortium auf europäischer Ebene zu organisieren, Batteriezellenproduktion, aber daneben auch die Wasserstofftechnologie. Hier können wir weltweit Vorreiter sein. Hier gibt es Wachstums- und Innovationspotenziale, die wir wirtschaftlich nutzen können. Gleiches gilt für Maschinenbau, für Elektrolyseanlagen, für neue Technologien, für Werkstoffe, die aus der Chemieindustrie kommen und natürlich auch im Bereich der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Genau das werden unsere Zukunftsoptionen sein. Auf dem Jahreswirtschaftsbericht ist das Wir unterstrichen. Herr Bundeswirtschaftsminister, ich finde das gut, weil es natürlich auch zeigt und bekräftigt, dass wir mit diesem wirtschaftlichen Erfolg auch gesellschaftlichen Zusammenhalt organisieren wollen. Hier gibt es noch einige Defizite zwischen Ost und West, an denen wir arbeiten müssen. Auch Regionen, gerade wenn man sieht, dass Stadt-Land-Gefälle auch den ländlichen Raum durch den Ausbau neuer Technologien, durch den Ausbau von 5G und Breitband, auch den ländlichen Raum eine wirtschaftliche Perspektive zu geben. An diesem Kurs werden wir festhalten und weiterhin erfolgreich daran arbeiten. Herzlichen Dank. Bernd Westphal war das, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Auch ihn konnten Sie heute Morgen bei uns schon sehen und hören. In der Debatte geht es weiter mit Reinhard Huben, der ist wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, also Herr Holm, mal vorneweg, eine Sache lasse ich Ihnen nicht durchgehen. Sie haben hier gesprochen davon, dass es eine bürgerliche Mehrheit für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags geben würde. Das würde voraussetzen, dass Sie einer bürgerlichen Partei angehören. Diese Fähigkeit spreche ich Ihnen ab. Ich möchte es auch begründen. Ich möchte es auch begründen, was wir hier, vor allen Dingen, wenn Frauen sprechen, an Zwischenrufen und Bemerkungen von Ihnen hören müssen, ist nicht gentlemanlike. Das ist kein bürgerliches Verhalten. Herr, das wäre das Beste. Herr Bartold, Sie hatten von Fakten gesprochen, das finde ich gut, aber auch nur regen Sie sich doch nicht so auf. Sie sind immer dann besonders empfindlich, Sie sind stark im Austeilen und schwach im Einstecken. Da ich von dem Kollegen keine Frage erwarte, sondern nur irgendwelche Bemerkungen, lehne ich die Frage ab. Vielen Dank. Herr Bartold, zu den Fakten. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir natürlich bestimmte Unternehmen haben, die extrem Arbeitsplätze abbauen. Ich komme aus Köln, ich sage Fortwerke, ich sage Bayer, ich sage Kaufhof, ich sage RWE und im weiteren Umfeld natürlich auch Gary Weber. Also deswegen sollten wir schon die Augen aufmachen. Und Herr Altmaier, deswegen begrüßen wir es im Grunde, dass Ihre Prognose etwas vorsichtiger ist. Und Sie haben ja fairerweise im Ausschuss gesagt, na, wenn der harte Brexit kommt, dann kommen wir schon etwas ins Schwimmen. Deswegen die Aussage, wir sind vorbereitet. Ja, wir sind vielleicht vorbereitet, aber wenn der harte Brexit kommt, wird es natürlich ganz eng für uns. Da müssen wir eine ganze Menge machen. Was mich irritiert hat, Herr Minister, war Ihre Argumentation bei den Steuern. Die war sehr defensiv. Ihre Formulierung war so ungefähr, eine Steuererhöhung steht ja nicht im Koalitionsvertrag. Ich sage da nur, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das ist für mich im politischen Geschäft eigentlich eine Eröffnung, doch noch mal über die eine oder andere mehr oder minder große Belastung für die Unternehmen dann doch zu sprechen. Also bitte, wir sind da auf der Hut. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, Sie haben es angeführt, ich möchte es ergänzen. Man kann ja wirklich sofort anfangen, Herr Minister, mit ganz konkreten Maßnahmen. Man könnte über den Körperschaftssatz nachdenken. Man könnte über die Begrenzung von Abschreibungsmöglichkeiten, ihrer Verkürzung nachdenken. Man könnte über die Erhöhung geringwertiger Wirtschaftsgüter in der Abschreibung, zum Beispiel von 800 auf 1.000 Euro, erhöhen. Man könnte über Sonderwirtschaftszonen nachdenken, vielleicht auch in der Braunkohleregion. Man könnte über stärkere Offensiven für den Freihandel nachdenken. Es gibt Möglichkeiten der Privatisierung, Herr Minister. Es gibt Möglichkeiten der zeitlichen und örtlichen Flexibilisierung im Arbeitsrecht. Man könnte offensiver sein bei Genehmigungsverfahren, Verkürzung bei der Verkehrsinfrastruktur. Also es gibt genügend Möglichkeiten. Sie haben die Möglichkeiten in der Hand.
Ich würde mich freuen, wenn Sie damit anfangen würden und nicht nur darüber reden. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Abgeordnete Brandner von der AfD erhält Gelegenheit für eine kurze Intervention. Was gibt es denn da zu blöken auf der linken Seite, meine Damen und Herren? Das ist doch ein geschäftsordnungsmäßig verbrieftes Recht, wenn ein offenbar feiger Redner da vorne eine Zwischenfrage nicht zulässt, durch eine Kurzintervention antworten zu dürfen. Herr Hoben sitzt ja gleich neben mir. Eigentlich bräuchten wir das Mikrofon jetzt gar nicht, und Sie haben in Abrede gestellt, dass die AfD eine bürgerliche Partei sei. Dass Sie das in Abrede stellen, gestehe ich Ihnen zu, dafür werden Sie ja bezahlt, im Endeffekt vom Steuerzahler und auch von Ihren Beitragszahlern. Aber Sie wissen natürlich genau, dass die AfD nicht nur keine bürgerliche Partei ist, sondern die einzige bürgerliche Partei in diesem Bundestag. Alles andere, was er sitzt, Herr Huben, und dazu zählen Sie auch, ist Sozialismus und Gleichmacherei im weitesten Sinne, und zwar im schlechtesten Sinne. Die einzige bürgerliche Partei sitzt hier ganz rechts, und zwar hinter mir als Fraktion. Herr Huben, Anlass für meine Frage war, dass Sie da vorne wieder so Allgemeinplätze vom Stapel gelassen haben wie dagegen, dass wir eine bürgerliche Partei oder Fraktion wären, sprechen ja immer die Zwischenrufe, die kämen, wenn bei Ihnen vor allem Frauen reden. Nun ist mal festzustellen, dass bei Ihnen relativ selten Frauen reden, aber das müssen Sie sich mir selber mit sich ausmachen. Mich würde mal interessieren, Herr Huben, was, und jetzt kommt meine Frage, was konkret, Herr Huben, meinen Sie mit diesen Zwischenrufen, die da angeblich unsere bürgerliche Überzeugung in Abrede stellen sollen? Jetzt kommen Sie nicht mit allgemeinen Floskeln wieder, sondern machen Sie ganz konkrete Aussagen. Ich bin darauf gespannt. Sie werden nämlich keine machen können. Vielen Dank. Herr Huben, wollen Sie entgegnen? Bitte. Also erstens, Herr Brandner, ich arbeite seit meinem 17. Lebensjahr, habe zum Teil mein Studium selbst finanziert, bin mit 23 Jahren in das Familienunternehmen eingetreten und habe bis zum letzten Jahr gearbeitet, ganz brav Steuern bezahlt. Und deswegen ist der Anwurf, glaube ich, an der Stelle, ich sei bezahlt und Sie nicht, etwas irre. Wir alle werden vom Steuerzahler getragen, die AfD, genauso wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause. Deswegen ist der Anwurf irrig. Sie wollen nun unbedingt eine konkrete Aussage haben. Die Kollegin meiner Fraktion ist leider nicht da, aber sie ist Düsseldorferin und hat deswegen genauso viel Humor wie ich als Kölner. So, also lassen Sie den Kollegen auswählen. Also es ist der typische Effekt, der Herr Braun bekommt immer einen besonderen Hormonschub bei solchen Fragen, das merkt man leider auch immer. Aber ich will es konkretisieren. Die Kollegin Strack-Zimmermann aus Düsseldorf hatte in einer der letzten Sitzungen eine Lederjacke an. Und was ihre Kollegen dort von sich gegeben haben, das war einfach unterirdisch. Und die Gelegenheit wollte ich noch mal wahrnehmen, weil Sie ein konkretes Beispiel haben wollten. Es ist dann eben über Lederkleidung und Frauen entsprechend philosophiert worden. Meine Herren, das ist nicht gentlemanlike, und deswegen sind Sie keine bürgerliche Partei. So ist es, ganz genau. Ganz genau. So, da haben wir noch eine kleine verbale Auseinandersetzung zwischen Reinhard Huben aus der FDP-Fraktion und Stefan Brandner aus der AfD-Fraktion. Jetzt ruft Thomas Oppermann doch den nächsten Redner auf, der hier ursprünglich vorgesehen war an der Stelle, und das ist Andreas Lenz aus der Unionsfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es ja gehört, die Zahlen des diesjährigen Wirtschaftsberichtes sind gut, auch wenn sie nicht mehr so gut sind wie in den letzten Jahren. Und eines muss man auch betonen, man kann einen Abschwung auch herbeireden, man kann die Lage auch schlechter reden, als sie ist. Und auch das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren. Wir befinden uns in der längsten Aufschwungphase der Nachkriegsgeschichte. Und es wurden viele Zahlen bereits genannt, aber ich will noch mal kurz auf die Beschäftigungszahlen eingehen, weil das eigentliche Wunder dieser Aufschwungphase ist doch auch die Entwicklung auf dem Beschäftigungsmarkt. Und so leicht dahingesagt wird manchmal, dass auch in diesem Jahr die Zahl der Erwerbstätigen wieder um 562.000 Menschen steigen wird. Aber was das ja für den einzelnen Betroffenen auch bedeutet, dass eben eine Teilhabe in der Gesellschaft möglich ist, dass Chancen entstehen, das wird zu gering betont. Und die Arbeit ist und bleibt die Grundlage des Wohlstands, das betonte schon
Ludwig Erhard. Und wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, dann gilt es schon auch zu betonen, dass ein Viertel der Arbeitsplätze, die in Deutschland geschaffen wurden, in Bayern geschaffen wurden. Und das Gros der geschaffenen Arbeitsplätze waren sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, also gute Arbeit. Und um diese Dynamik fortzusetzen, brauchen wir auch weiterhin einen flexiblen, einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt. Und dabei muss der Grundsatz des Forderns und Förderns weiterhin gelten. Was der Einzelne zumutbar leisten kann, das muss er eben auch leisten. Und deshalb dürfen und werden wir die Agenda 2010 nicht rückabwickeln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und man muss an dieser Stelle schon auch mal betonen, dass die Arbeitsplätze von Unternehmern, von Unternehmerinnen, vom Mittelstand, vom Handwerk geschaffen werden. Und es schadet nicht, wenn man sich an dieser Stelle auch mal bei den tüchtigen Unternehmern bedankt, die die Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Für uns sind Unternehmer immer noch Vorbild und nicht wie für Sie Feindbilder, sehr geehrte Damen und Herren. Und der konjunkturelle Himmel, der trübt sich im Moment etwas ein. Wir haben die Unsicherheiten gerade auf geopolitischer Ebene ja gehört. Und auch deshalb muss uns klar sein, dass Protektionismus, Nationalismus und Isolationismus nicht die Probleme der Zukunft lösen werden. Wir bekennen uns ganz klar zu einem regelbasierten Multilateralismus, auch beim internationalen Handel. Freier und fairer Handel sind Wohlstandstreiber. Daraus entsteht nachhaltiges, inklusives Wachstum, welches auch die Armut global vermindert. Und die Agenda 2010 umzusetzen hilft, die globalen Entwicklungsziele umzusetzen hilft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und eine Anmerkung noch an Herrn Komnik von der AfD. Wenn Sie hier in diesem Hohen Hause Trump verteidigen, dann ist es im höchsten Maße unpatriotisch. Und das muss auch mal festgestellt werden. Und auch der Brexit wird eine Lose-Lose-Konstellation bewirken. Der britische Finanzminister meinte offen, dass die Wirtschaft Großbritanniens ohne EU-Austritt besser dran sei. Und so liegt jetzt schon das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich unterhalb des EU-Durchschnittes. Und wir müssen natürlich alles machen, dass es nicht zu einem ungeordneten Brexit auch diesbezüglich kommt. Und das alles hat natürlich auch Auswirkungen auf den deutschen Export. Und um eines vorwegzunehmen, häufig wird ja oder wurde in den letzten Jahren ja immer der deutsche Außenhandelsüberschuss kritisiert. Ich bin froh, dass wir einen Überschuss haben. Ich hätte wesentlich mehr Angst, wenn wir eben keine Überschüsse mehr erzielen würden. Und natürlich muss auch im Inland investiert werden. Das machen wir auch auf Rekordniveau. Aber insgesamt ist der Außenhandelsüberschuss ein Zeichen der globalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und darauf sollten wir stolz sein und ihn nicht verteufeln. Wir konkurrieren als Deutschland zwischenzeitlich doch mehr mit den USA, mit China, Südostasien als mit unseren europäischen Nachbarländern. Das gilt es auch zu betonen, wenn es um die Bildung europäischer Spieler auf den Weltmärkten geht. Und es wurde schon angesprochen, dass es gerade bei dem Beispiel der Fusion Siemens und Alstom bei der angestrebten notwendig ist, auch hier global zu denken und auch das europäische Recht entsprechend anzupassen. Und wenn man sich die europäische Entwicklung anschaut, auch die der europäischen Nachbarländer, dann ist es auch eine Erfolgsgeschichte. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit innerhalb der Europäischen Union seit den 2000er Jahren und auch die Schuldenstandsquoten bei den europäischen Nachbarländern nehmen ab. Angesichts des demografischen Wandels, globaler Unsicherheiten und der Digitalisierung muss der Name des Berichts einmal mehr tatsächlich Programm sein, nämlich soziale Marktwirtschaft stärken, Wachstumspotenziale heben, Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, dann wird auch die Zukunft weiter positiv gestaltbar bleiben. In dem Sinne, herzlichen Dank. Pardon. Andreas Lenz war das für die Unionsfraktion und damit haben wir fast das Ende. Ist die Kollegin Sabine Poschmann für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der vergangenen Woche war ich bei einem mittelständischen Unternehmen in Dortmunds Nachbarstadt Schwerte. Es könnte stellvertretend für viele mittelständische Unternehmen in Deutschland stehen. Es ist gut ausgelastet und auch innovativ. Was erwartet solch ein Unternehmen von uns? Es erwartet eine realistische Einschätzung der Wirtschaftslage, keine Panikmache, denn da ist
viel Psychologie hinter. Es erwartet zu Recht Entlastung, aber Sie werden sich wundern, nicht beim Solidaritätszuschlag. Sondern es geht um Zeit und Schnelligkeit, Faktoren, die gerade bei innovativen Projekten wichtig und entscheidend sind. Es geht um den Wunsch nach weniger Bürokratie und eine schnellere Bearbeitung für das so wichtige Exportgeschäft. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, dabei sollen keine Richtlinien abgebaut werden, die uns beispielsweise vor Spionage schützen. Es geht darum, Prozesse zu beschleunigen. Es muss verhindert werden, dass Kunden wegen zu langer Wartezeiten abspringen oder erst gar nicht bei deutschen Unternehmen bestellen. Herr Altmaier, ich erwarte, dass Sie kurzfristig einen ersten Vorschlag für das Bürokratieentlastungsgesetz 3 vorlegen, der dann spür- und messbar Entlastung für den deutschen Mittelstand bringt. Auch die Personalaufstockung für die Prüfung von Ausfuhrgenehmigungen sollte sehr bald mal positive Effekte bringen. Ein weiterer Dauerbrenner, wir hatten es heute schon, ist das Thema Fachkräfte. An dieser Stelle begrüße ich ausdrücklich das Qualifizierungschancengesetz unseres Arbeitsministers Heil. Im Zuge der Digitalisierung benötigt der Mittelstand mehr denn je motivierte und gut ausgebildete Arbeitnehmer. Nur so können wir die Innovationskraft mittelständischer Unternehmen für unsere Volkswirtschaft erhalten und gleichzeitig weiter ausbauen. Wenn wir den Betrieben an dieser Stelle unter die Arme greifen, ist das genau der richtige Ansatz. Zur Mindestausbildungsvergütung möchte ich noch anmerken. Bei dem Vorschlag, den Frau Kalitschek gemacht hat, können wir das Vorhaben meiner Ansicht auch gleich sein lassen. 504 Euro im ersten Ausbildungsjahr ist zu wenig. Wer Azubis schlechte Arbeitsbedingungen und miserable Vergütung bietet, schwächt auf Dauer unser duales Ausbildungssystem und muss sich hinterher nicht wundern, wenn ihm die Fachkräfte morgen fehlen. Lassen Sie uns daran noch einmal gemeinsam feilen, wie man im Handwerk sagt. Herzlichen Dank. Sabine Poschmann war das für die SPD-Fraktion und sie war auch die letzte Rednerin in dieser Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht, der jetzt federführend natürlich im Ausschuss für Wirtschaft und Energie weiterberaten wird, aber auch eine ganze Reihe anderer Ausschüsse hängen da noch mit dran, die sich mit dem Themenfeld beschäftigen und dann eben auch mit diesem Jahreswirtschaftsbericht, der Finanzausschuss zum Beispiel, um mal nur einen zu nennen. So,